Im bayerischen Oberland gibt es ein Dorf, das jeder kennt. Etwa 100 Kilometer südlich von München liegt es in den Alpen. Oberammergau, der weltbekannte Passionsspielort. Meistens ist Oberammergau ein Dorf wie viele andere in der Gegend. Beschaulich, ruhig und friedlich. Doch alle 10 Jahre ändert sich das. Denn dann wird hier das bekannteste Passionsspiel der Welt aufgeführt. Und die Welt kommt zu Besuch. Im Spieljahr 2010 kamen über 500.000 Besucher ins Dorf. Traditionell stammen viele von ihnen aus den USA, aus England und aus Skandinavien. Doch 2010 kamen auch wieder mehr jüngere Menschen und mehr Besucher aus Deutschland nach Oberammergau. Die 109 Vorstellungen des Passionsspiels 2010 waren ausverkauft. Um einige der wenigen zurückgegebenen Karten an der Tageskasse zu ergattern, musste man viel Geduld mitbringen. Während sich die Menschen draußen sammeln, laufen drinnen letzte Vorbereitungen für das Spiel. Über 2 Jahre lang hat sich das Dorf, hat sich jeder einzelne Mitwirkende auf die Passionsspiele vorbereitet. Das Gebet vor Spielbeginn hat Tradition. Zusammen mit den beiden Pfarrern der Gemeinde bitten Darsteller, Chor und Bühnenarbeiter Gott um seinen Segen für die Aufführung. Der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gutes Gelingen, gutes Spiel. Nikodemus, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Frederik Majet, einer der beiden Jesus-Darsteller, spricht sich auf der großen Bühne ein. So darf man nicht mehr opfern? Wie kannst du verbieten, was uns der Hohe Rat erlaubt? Mein Haus, spricht der Herr, soll ein Haus des Gebetes genannt werden für alle Völker. Um 2 Uhr nachmittags ist alles bereit. Und fast 5000 gespannte Menschen strömen ins Passionstheater. So viele, wie es Einwohner gibt in Oberammergau. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn wird es auch hinter der Bühne eng. Schließlich sind etwa 2.500 Oberammergauer Bürger am Spiel beteiligt. Allein 1.500 Erwachsene stehen auf der Bühne. Die 21 Hauptrollen sind doppelt besetzt, falls jemand krank wird. Ihr biblisches Aussehen verdanken die Männer des Ortes dem Haar- und Barterlass. Im Jahr vor dem Spiel müssen sie sich Haare und Bart wachsen lassen. Um mitspielen zu dürfen, muss man entweder im Ort geboren sein oder schon mindestens 20 Jahre lang in Oberammergau leben. Ausgenommen von dieser Regel sind nur die Jüngsten. Alle Kinder im Ort dürfen mitspielen. 450 von ihnen standen 2010 auf der Passionsbühne. Außerdem gibt es 100 Orchestermusiker und 110 Chorsänger im Dorf, die sich auf der Bühne und im Orchestergraben abwechseln. 41 Bühnenarbeiter und 7 Beleuchter sorgen dafür, dass die Umbauarbeiten gut klappen. Alles Oberammergauer. Den Überblick über dieses Riesenunternehmen hat Regisseur Christian Stückel. Also was dieses Passionsspiel zusammenhält, ist eigentlich, dass es unser größter sozialer Event ist. Also dass so viele unterschiedliche Menschen da auf einmal mit gemeinsam Theater spielen, ein ganzes Jahr miteinander verbringen und die Leute alle irgendwie da über die Bühne zu führen, die zusammenzuführen, das treibt mich dazu, das immer wieder zu machen. Grüezen, alle miteinander. Männerleid und Weiber. Wir fangen jetzt gleich an. Und Ruhe hinter der Bühne. Alle seien gegrüßt, die mit uns folgen dem Erlöser. Der kam zu heilen, was verwundet, zu retten, was verloren war. Seht, wie er alle Last der Kinder Eva schultert. Wie er kämpfend, leidend, sterbend uns weit die Türen auftut, hin zu unserem Vater. Ein besonderes Merkmal des Oberammergauer Passionsspiels sind die lebenden Bilder. Sie stellen Szenen aus dem Alten Testament dar. Immer beziehen sie sich auf die nachfolgende Spielhandlung.
Ganz am Anfang des Spiels ist die Vertreibung aus dem Paradies zu sehen. Unmittelbar vor dem Einzug Jesu in Jerusalem. Das Bild mahnt, die Fröhlichkeit wird nur von kurzer Dauer sein. 13 lebende Bilder gibt es im Spiel, immer begleitet von Chor und Orchester. Für das Bühnenbild ist Stefan Hageneier verantwortlich. Auch er ist Oberammergauer. In über 2 Jahren Arbeit hat er die Bühne, die Kostüme und natürlich die lebenden Bilder neu gestaltet. Und das ist natürlich für mich als Bühnenbildner eine besonders schöne Herausforderung, weil das eben immer so reingeschnitten ist und wie Gemälde, als reine Bilder da stehen. So strukturieren die lebenden Bilder das Geschehen und geben Zeit zum Nachdenken. Für die Bühnenarbeiter sind die aufwendigen Darstellungen eine schwere Aufgabe. Die Umbauzeiten sind kurz, jeder Handgriff muss sitzen. Im Gegensatz zur Farbigkeit der lebenden Bilder wird Stefan Hageneiers Bühnenbild vor allem durch die Farbe Blau bestimmt. Das Blau lenkt den Blick auf die Darsteller und ihre Kostüme und damit auf das Spiel selbst. Das Passionsspiel beginnt mit einer großen Volksszene. Jesus zieht auf einem Esel reitend in Jerusalem ein. Das Heil dir, das Begrüßungslied, kennt hier jedes Kind und es gilt als Hymne Oberammergaus. Für viele ist es eine der ersten Erinnerungen an die Passion und das Symbol einer lebenslangen, innigen Verbundenheit mit dem Dorf. Man kriegt es einfach so von der Geburt auf mit, so irgendwie. Ich sehe das jetzt bei meinen eigenen Kindern, die sind jetzt 13, 7 und 4. Da sehe ich, dass sie einfach Teil der Gemeinschaft werden aufgrund der Passionsspiele und viel mehr Teil der Gemeinschaft werden, wie ich mir das in eigentlichen anderen Ortschaften vorstellen kann. Man kennt sich einfach. Ja, vielleicht vergisst man sogar die Namen auch wieder, aber man sieht sich und ist miteinander vertraut, hat eine gemeinsame Geschichte irgendwie, was einen verbindet. Man trifft sich hier zum Theaterspielen auf der Bühne und es kommen Leute zusammen, die so im normalen Alltagsleben vielleicht nie zusammengefunden hätten. Den 10 Jahren bin ich nicht mehr erinnern. Ja, schauen wir mal. Da bin ich ja vielleicht mit dir im Unrat. Das sind wir beide im Unrat. Und es bleibt dann auch. Also selbst nach der Passion hört man dann nicht auf, sich zu grüßen, sondern man erinnert sich daran zurück und man freut sich, wenn man sich trifft. Und das finde ich das Schöne dran und das Besondere hier. Hauptsache, ich bin dabei. Seit über 375 Jahren spielt Oberammergau nun schon Passion. Am Anfang dieser lebendigen Tradition steht ein Gelübde der Dörfler aus dem Jahr 1633. Oberammergau im Jahr 1633. 15 Jahre vom 30-jährigen Krieg waren rum. Der 30-jährige Krieg war ein wilder Krieg. Am Anfang gab es in Deutschland 17 Millionen, nach dem 30-jährigen Krieg plus mehr 4 Millionen. Und in dieser Situation hat sich Oberammergau einige Zeit lang freigehalten von der Pest. Und wie man schon dachte, wir haben es geschafft, wir kommen raus. Jack, kommt einer und bringt die Pest in den Ort rein, einer von hier. Und plötzlich sterben 50% von den Leuten wie die Fliegen. Da gelobten die Oberammergauer, alle 10 Jahre ein Passionsspiel aufzuführen, wenn Gott sie von der Pest erlöse. Seit diesem Gelübde gab es im Dorf keine Pesttoten mehr. Und sein Versprechen hat Oberammergau bis heute gehalten. Kommt! Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Kommt, die ihr geschwächt seid von der Last des Unglücks und des Kummers! Ihr sehnt euch nach den Schätzen der Erde, nach Schätzen, die von Motten und Rost zerfressen werden. Wir versuchen da erstmal einen Menschen zu zeigen, also einen jungen Juden, der Ideale hat, Vorstellungen hat, der Überzeugungsarbeit leistet und eigentlich so ein Leitsatz, habe ich das Gefühl, von dem ganzen Passionsspiel, es denkt um. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wenn mir einer meinen Rock vom Leib reißt, dann schenke ich ihm auch noch meinen Mantel. Und wenn dich ein Römer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und mit seinen Ideen versucht er was zu bewegen. Und
Ich glaube, dass er da aber auch, das merkt man, dass er mit diesen ganz einfachen Sätzen, wie wenn der jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, auch die Menschen überfordert. Also und mit diesen einfachen Worten eigentlich die Menschen seit 2000 Jahren überfordert. Liebt eure Feinde! Segnet die, die euch fluchen! Tut wohl denen, die euch hassen! Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und wir fangen nicht nur mit dem Leiden an, sondern wir zeigen eigentlich schon den, der da kommt und der da Anforderungen stellt, der sagt, der nicht seinen Leuten sagt, lebt euren Stiefel so weiter, sondern der sagt, ändert eure Beziehungen untereinander. Und ihn so zu erleben, etwas mehr geerdet, als er früher war, das bringt eine erhöhte Glaubwürdigkeit für ihn. Aktiv und konsequent ist der Jesus dieser 41. Inszenierung des Passionsspieles. Über ein Jahr lang haben Christian Stückel und Otto Huber zurückgezogen am Text gearbeitet. Das ist die größte Textreform seit vielen Jahrzehnten. Erst einmal machst du ja gar keine Gedanken über die Zuschauer, die dann da herkommen, sondern man ist eigentlich mit sich selbst beschäftigt, mit der Geschichte. Man schaut, dass man den Funken und das Feuer in die Geschichte hineinbringt und hat dann die Hoffnung, dass dann, wenn dann das Publikum kommt, dass dann dieser Funke überspringt und das Publikum irgendwie mitreißt. Schema. Der Funke springt über. Christian Stückel und den Oberammergauern gelingt es nicht nur, das Evangelium lebendig werden zu lassen. Die Oberammergauer haben sich auch gründlich mit der historischen Wirklichkeit in biblischer Zeit auseinandergesetzt. Jesus ist kein abgehobener Eiferer, sondern ein mutiger junger Mann. In einer zerrissenen Welt nimmt er seine Überzeugungen ernst und geht für sie einen schweren Weg. Durch intensiven Austausch mit jüdischen Organisationen, durch eine Reise der Hauptdarsteller ins Heilige Land und mit großer Gestaltungskraft hat Oberammergau ein fesselndes Gesamtkunstwerk geschaffen. Deswegen kommt dieses Passionsspiel so authentisch daher. Auch dann, wenn Jesus vor dem Tempel das wichtigste jüdische Glaubensbekenntnis singt. Also das gibt nämlich genau nur zwei Momente im Spiel, wo es mucksmäuschenstill ist im Zuschauerraum. Das ist nach dem Schma Israel und am Kreuz, wenn man gestorben ist. Also da hört man nichts. Und das finde ich immer irre, da auch zu merken, wie das, was auf der Bühne passiert, auch überspringt aufs Publikum. Ich schätze deinen Rabbi. Es verlangt mich danach, mit ihm zu sprechen. Deshalb und nur zu diesem Zweck suche ich ihn. Ich will ihn suchen wie ein Hirt, der ein Schaf sucht, wenn es sich von der Herde verirrt hat. Judas glaubt dem Hohenpriester Kaiphas und liefert Jesus aus. Das lebende Bild Pessach deutet das kommende Opfer an, unmittelbar vor dem letzten Abendmahl. Nehmt. Jesus und die Apostel ziehen sich für die Nacht in den Ölgarten zurück. Zur gleichen Zeit führt Judas heimlich die Tempelwache herbei. Es ist Zeit. Wir sind nicht mehr weit von Gethsemane. Die Apostel fühlen sich sicher, doch Jesus wacht. Er weiß, was nun kommt. Ja, Vater, dein Wille geschehe. Mit der Verhaftung Jesu endet der erste Teil des Passionsspiels. Ein Ruhepunkt inmitten der Entscheidung. Über 2 Minuten lang hält der Chor die Spannung des Augenblicks. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass man so eine epische Ebene auch in den Spielszenen hat, dass man sozusagen heraustritt aus der Spielszene und eine fast kommentierende Ebene mit reinkriegt. Diese Szenen haben was davon. Inzwischen ist es früher Abend geworden über dem Dorf. Und kurz nach 5 strömen viele nachdenkliche und bewegte Menschen aus dem Theater.
In der Pause wird es im Theater fast so still wie in den 9 Jahren zwischen den Passionsspielen. Doch das wird sich jetzt ändern. Ich glaube schon, dass das auch ganz wichtig ist im Dorf, dass wir mit eigenen Produktionen in den Jahren dazwischen auch sehr viel machen, dass wir also quasi den Spielernachwuchs ununterbrochen pflegen. Schon in der vergangenen Dekade haben die Oberammergauer ihr Theater auch zwischendurch aufgesperrt. Große Stoffe wurden gezeigt, mit vielen Darstellern. 2007 zum Beispiel Stefan Zweigs biblisches Drama Jeremias. Jetzt wird es im Dorf ein regelmäßiges Festspiel geben. Es ist also der Wunsch und die Ausrichtung, dass man hier wirklich sowas etabliert wie einen Theatersommer. Und das muss jetzt gar nicht so unbedingt auf religiöse Schauspiele beschränken, aber dass man einfach hier was macht. Kurz vor 20 Uhr kehren die Zuschauer ins Theater zurück. Als erstes hören sie wieder Orchesterklänge. Ich glaube, dass sehr viele Besucher überrascht sind, was für einen Stellenwert die Musik innerhalb des Passionsspiels einnimmt. Also rein zeitlich gesehen sind es fast 2 Stunden, die wir singen und spielen innerhalb von diesen 5,5 Stunden Gesamtdauer. Ich glaube, die Leute wissen auch zum Teil gar nicht, wenn sie da reingehen, dass da unten hier ein ganzes Orchester sitzt. Auch Orchester und Chor werden vom Ort getragen. Dabei sind alle Musiker und Sänger Laien und haben Berufe. Trotzdem gibt es keine Nachwuchssorgen. Man arbeitet die ganzen Jahre über, weil man ein Ziel hat, diese Passionsspiele und diese Qualität unserer musikalischen Klangkörper ist deswegen so gut, weil wir eben sozusagen immer ständig am Ball bleiben. Im Jahr 2010 dauerte das Passionsspiel zum ersten Mal bis in die Dunkelheit. Das Nachtspiel hat viele Vorteile. Die Darsteller können morgens noch arbeiten gehen, die Kinder gehen zur Schule. Und auf der Bühne hat man jetzt am Abend alle Möglichkeiten der Lichtgestaltung. Im zweiten Teil des Passionsspiels ergeht es Jesus wie einst Hiob. Er wird gequält und verspottet und bleibt doch standhaft. Für die Jesusdarsteller ist das eine schwierige Aufgabe. Während Richter, Römer und Soldaten handeln, muss Jesus erdulden und darf doch seine Entschlossenheit nicht verlieren. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Ich bin es. Er hat Gott geleistet! Auf der Bühne wird es immer düsterer. Hinter den Kulissen herrscht dagegen eine fröhliche und konzentrierte Atmosphäre. Die Oberammergauer genießen die Gemeinschaft. Sie durchleben diese intensive Zeit gemeinsam, sind alle mitverantwortlich für den Erfolg. Das schweißt zusammen. Die Jungen wollen hier bleiben. Sie wollen Teil dieser Tradition sein. Auf lange Sicht sehe ich meine Zukunft schon hier in dem Dorf. Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ist das, glaube ich, einer der schönsten Orte, wo man aufwachsen kann. Mittlerweile ist es so, durch die Passionszeit und jetzt war ich so lange hier, jetzt könnte ich mir auch wieder vorstellen, hier zu leben. Also ich werde jetzt dann Bürgermeister. Viel Spaß. Seht diesen Mensch! Euer König, ich schenke ihn euch. Nehmt euren König und verschwindet. Weg mit diesem. Nehmt mal was, gib uns los. In der letzten großen Massenszene kommen fast alle Spieler noch einmal zusammen.
Über 1000 Menschen strömen zur Verurteilung durch Pilatus herbei. Etliche, die hier als Volk, hohe Räte, Apostel oder Römer um den Tod Jesu ringen, sind tief verwurzelt in der Passion. Manche Familie steht schon seit vielen Generationen auf der Bühne. So, nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. Und weil die Oberammergauer ihr Spiel stetig erneuern, wird auch in 10 Jahren das Passionstheater wieder voller Leben sein. Ich würde gern mein Leben lang irgendwie mitspielen. Ich hoffe schwer, dass der Christian nochmal Spielleiter wird 2020. Und ich hoffe, dass er nochmal irgendwas Neues auf die Beine stellt, dass das frisch bleibt. Und dann wäre ich da gern wieder voll dabei auch. Für alle, Mitspieler, Musiker, Sänger und natürlich für die Besucher, waren die Passionsspiele 2010 ein großes, ein intensives Erlebnis. Wieder einmal hat Oberammergau die Geschichte vom Leben, Leiden, Sterben und von der Auferstehung Jesu neu erzählt. Wieder einmal hat das Dorf an einem Strang gezogen. Und wieder einmal hat eine ganze Generation junger Oberammergauer Theaterluft geatmet. Und ist Teil der Tradition geworden. Teil einer Tradition, die deswegen so lebendig ist, weil sie immer wieder neu interpretiert wird.